Kevin weiß, dass er ja, großen Mist gebaut hat. Und das vor dem Hintergrund, dass er eine Vorbildfunktion hat, ganz allgemein, aber natürlich gegenüber dem Club und insbesondere gegenüber unseren Jugendspielern. Dieser Rolle ist er in diesem Fall leider nicht gerecht geworden. Und es war klar, für beide Seiten klar, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Wir haben die Gespräche dann ja, in die Tiefe geführt und sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Vertrag auflösen. Einvernehmlich auflösen. Kevin hat sich für die Vorfälle bei uns aufrichtig entschuldigt und uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er selbstverständlich auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen und das auch so zu artikulieren. Auch wenn der Vertrag aufgelöst ist, ist es trotzdem immer noch unser Junge,